Die Pariser haben am Sonntag in einem Referendum dafür gestimmt, die Parkgebühren für große Geländewagen zu verdreifachen. Etwa 54,5% der Wahlberechtigten stimmten für die Maßnahme, 45,5% waren dagegen. Den offiziellen Ergebnissen zufolge nahmen nur 5,7% der Wahlberechtigten an der Abstimmung teil. Diese zielte darauf ab, die Parkgebühren für Autos ab 1,6 Tonnen auf 18 Euro pro Stunde zu verdreifachen. Halter dieser sperrigen, umweltschädlichen Autos sollen davon abgebracht werden, in die Stadt zu fahren, so hieß es aus dem Rathaus. Der neue Parktarif soll auch für Elektroautos ab 2 Tonnen gelten. Braucht man in Paris wirklich einen SUV? Da haben sie es, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine große Familie, ich habe nicht 2 Haustiere und so. Aber wir kommen auch ohne einen SUV gut zurecht. Ich habe einen Sohn und wir fahren Rad, finden Lösungen. Ich finde, dafür hätte es kein Referendum gebraucht. Ich bin einverstanden mit den Maßnahmen, aber da sollte die EU tätig werden und die Ausmaße von Autos limitieren. Gegner der Maßnahmen haben eine Petition gestartet, um die Wahlfreiheit von Autokäufern zu verteidigen. Denn SUVs erfreuen sich in Frankreich immer größerer Beliebtheit, vor allem unter Familien. Unter der sozialdemokratischen Bürgermeisterin Anne Hidalgo haben sich die Straßen von Paris verändert. Nach Angaben des Rathauses wurden seit 2020 fast 85 Kilometer Radwege geschaffen. Und zwischen dem Ende der Covid-19-Beschränkungen und dem Jahr 2023 ist die Fahrradnutzung um 71% gestiegen. Die Verdreifachung der Parkgebühren in Paris soll auch eine Botschaft an die Autohersteller sein. Hören Sie auf, derart schwere, große und umweltschädliche Geländewagen zu bauen. So war es aus dem Pariser Rathaus zu vernehmen.